So, da wären wir wieder bei Silent Hill 3. Es geht weiter. Ich habe die Kette am Türgriff befestigt. Okay. Ich habe jetzt nämlich gerade so ein bisschen rumprobiert und dachte mir so, ey, es funktioniert ja rein gar nichts, ne? Und dann, ach komm, befestigen wir es einfach mal an der Tür, was soll's. So, ja, es geht. Okay, dann wollen wir mal. Jetzt ist die Tür offen. Gut. Douglas! You're late. Are you hurt? I can't move my right leg. I think it's broken. I'll call an ambulance. What? I don't think one will come. Don't worry. I'm used to it. You... You old fool! Getting yourself hurt like that? Sorry. Why did you have to do that for me? What'll I do if you die? What'll we do if this god thing gets born? Come on. How powerful could a god from a dump like this be? I'm sure it'll be no big deal. Yeah, but anyway, something's gonna happen. Who knows? Maybe we'd all be better off if it did. But if this is how God of Mercy acts, I don't want to see any more of him. That's a pretty good reason to risk my life, don't you think? Plus, I'm just an old fool, right? You think you're Superman or something? You know, I always wanted to be him. Besides, yeah? I want to help you out. You don't have to feel responsible. I know it's not your fault. You remind me of my son. You said nobody was going to cry for you. Dead people don't cry. Stupid kid got himself shot robbing his bank. But why? Maybe because his pop was a penniless good for nothing. Who knows? Anyway, now I guess I'll never find out. Sorry. I shouldn't have said you reminded me of a guy like that. Well, maybe if you had compared me to your daughter. Listen, I'll take care of the rest. You stay here and I'll be back when it's over. You'll be okay by yourself. Hey, no problem. My dad's not around anymore, so only I can do this. What are you doing? Maybe killing you here is the only way to end this nightmare. Yeah, you might be right. Aber er tut es nicht. Ja, was da drunter liegt. Der Hase ist total zerquetscht. Diese Wangen sieht ziemlich schwer aus. Was ist mit dieser Person passiert, die da drin war? Keine Ahnung. Die sind einfach evil und man musste sie anscheinend töten.
Douglas, lassen wir mal. Da geht's weiter. Ich guck nochmal, ob hier noch irgendwas liegt, aber ich glaube nicht. Achso, hier bin ich wieder. Hier geht's lang. Das Wahrsagerhaus. Ich habe einen Puppenkopf. Ja. Hier ist die Mose jetzt. Sieht sonst immer unnatürlich und seltsam aus. Aber hier passt es irgendwie. Aber es ist trotzdem unheimlich, als ob mir jemand ins Gehirn guckt. Schau mir ins Gehirn, Kleines. Gut, das hätten wir erledigt. Ich glaube, mehr ist hier nicht. Gehen wir wieder. Okay, das. Nächste Tür. Das ist eine Schneewittchenpuppe. Das ist eine Aschenputtelpuppe. Da haben wir doch den Schuh. Und sie bekommt die Puppe. Hier liegen Fotos auf dem Boden. Was ist das? Das Fotos von diesen. Ah, das wären Aschenputtel links und Schneewittchen rechts, aber irgendwas stimmt nicht. Ja, die, Dings. Na, die Sachen haben gefehlt vorher und die haben wir jetzt. Jetzt können wir hier durch. Dahlia hat es gesagt. Sagte, dieses Mädchen sei eine Dämonin, dass sie meine Tochter als ein Opfer nahm. Aber es ist nicht rundweg. Was? Rundweg glaub. Es ist nicht rundweg glaubhaft. Ich meine, der Schrein kann trügen. Nein. Als ich das Foto im Krankenhauskeller sah, dachte ich, das Mädchen sieht aus wie Cheryl. Habe ich deshalb solche Gefühle? Die stimmt jedenfalls etwas nicht. Dabei kommt nichts Gutes raus. Aber ich kann sie mir einfach nicht als eine Dämonin vorstellen. Will ich mir das nur ein oder tut sie mir tatsächlich leid? Warum kommt es mir so vor, als würde sie jemand suchen, der ihr hilft? Für mich ist nur Cheryl wichtig. Alles andere kann warten, bis ich sie zurückbekomme. Am Ende ist ein Datum und eine Unterschrift. Das Datum ist vor etwa 17 Jahren und die Unterschrift lautet Harry. Was? Ja. Au. Au. Ich will das mitnehmen, was da ist. Lass mich in Ruhe. Sonst noch irgendwas hier? Nein. Außer Ärger, nichts weiter. Ein Erste-Hilfe-Kasten. Super geil. Popcornwagen. Okay. Ah, da ist schon das Karussell. Wunderbar. So. Jetzt geht's in den nächsten Bossfight. Ja, das Katana als Waffe, das passt. Hier speichern wir noch gerade mal. Bevor wir dann aufs Karussell gehen, denn dann verlassen wir auch den Vergnügungspark und dann geht es in den letzten Abschnitt des Spiels.
müssen gucken, dass die aufhören, sich zu bewegen. Das Katana, die stärkste Nahkampfwaffe ist, lohnt sich das nicht mit Stone-Munition zu machen. Einfach nur Munitionsverschwendung. Haben wir den nächsten Bosskampf getriggert. Hab ich eins vergessen? Nö, hab ich nicht. Alle waren fertig. Der Kampf gestaltet sich folgendermaßen. Sie greift mit Nahkampfwaffen erstmal an und danach mit Schusswaffen. Wir müssen quasi das Entgegengesetzte nutzen. Dann können wir sie besiegen. Von vorne kann ich sie nicht treffen. Deswegen muss ich einmal eine Runde machen, um sie dann von hinten zu attackieren. Würfeln ist halt scheiße langsam. Das ist so das Problem. Die Panzersteuerung macht das Ganze nicht wesentlich einfacher. Warte, wollte ich auch gar nicht. Noch eine Gesundheit auschecken. Rings habe ich keine mehr. Aber dieser Bosskampf ist einfach so epic. Oh ja. Genau. Nachladen. Ist immer eine gute Idee im Bossfight. Vor allem mit dieser schwammigen Steuerung jedes Mal.
Ich glaube, auf dem härtesten Schwierigkeitsgrad nimmt sie sogar, glaube ich, Schusswaffen oder beziehungsweise andere Waffen. Aber auf dem Schwierigkeitsgrad sie es nicht. Ich glaube, ein paar Schrotflintenschüssen müsste sie dann erledigt sein. Munition habe ich ja noch ein bisschen was. Sollte aber nicht zu verschwenderisch damit umgehen, weil für den letzten Bossfight brauche ich auf jeden Fall die Schrotflintenmunition. So, das war Phase 1. Jetzt hat sie Schusswaffen. Jetzt können wir im Prinzip es entweder auch mit Schusswaffen versuchen oder mit Nahkampfwaffen. Was mehr Sinn macht mit Nahkampfwaffen. Da sie zum Aimen auch etwas Zeit braucht. Die Nahkampfattacken machen nicht so viel Schaden wie ein Schuss. Deswegen kann ich das gut ab. Und irgendwann verlässt sie die Deckung, dann können wir sie treffen. Das macht den Bosskampf in der zweiten Phase wesentlich einfacher als in der ersten Phase. Wir können draufschlagen, wie gesagt, einen Hit kassieren jeweils. Oder wir laufen halt ein bisschen rum und warten dann, bis wir sie von hinten treffen können. Aber so viel abgezogen hat es mir nicht. Jetzt greift sie wieder mit einer Nahkampfwaffe an. Das heißt, ich kann jetzt wieder die Schurfhütte nutzen. Ich glaube, 3 Phasen gibt es oder 4, ich bin mir nicht sicher. Dann hat sich das. Best inszeniertester Bosskampf in Silent Hill überhaupt. Jemals. Bosskampf hier in Silent Hill 3 ist einfach mega. Au. Hit. Wie geht's mir denn? Ah, geht sogar noch. Au. Not good. Ich hatte sie doch schon. Jetzt sollte ich vielleicht mich heilen. Noch 3 Schuss. Na, okay. Nutze ich aber gerne. Sind da ein paar daneben gegangen. Das ist halt ein bisschen doof, aber was soll ich tun? Auch eine gute Taktik. Warten, bis sie schlägt und dann von hinten auf sie draufballern. Währenddessen fährt das Karussell weiter runter in die Hölle. Okay. Auch noch eine Phase.
Also dann ist doch 4. Es kommt auch auf den Schwierigkeitsgrad drauf an, auf dem man spielt. Hä? Ach, sie ist leer. Ja. Das ist natürlich doof. Aber sei es drum. Kann nicht gleichzeitig schießen und dann sich verteidigen, das geht nicht. Das Timing nicht hin. Sehe halt auch nicht viel. Kommt noch dazu. Ja, genau. Ziemlich an der Fußsohle oder was? Ist eine Nahkampfwaffe doch nicht die beste Idee. Falls ich den Kampf jetzt unerwartet nicht schaffen sollte, dann mache ich ihn offscreen, weil der dauert halt ein bisschen. Ich bin tot. Gut. Dann mache ich den Kopf jetzt offscreen, weil sonst haben wir die ganze Folge nur damit verwendet, gegen unser dunkles Ich zu kämpfen. Also, bis gleich.